Okay, oh mein Gott, warum haben wir so viel? Wir haben so viel Text hier. Möglichkeiten, den Prozess beginnen. Das ist, weswegen ich hier bin. Es gab verdächtige Vorkommnisse. Warum hast du Johanka eingesperrt? Was ist so schlimm an Johankas Worten? Ach Gott, wir können noch über... Ich will mich für Johanka duellieren. Super Idee, da wird er bestimmt drauf eingehen. Ach Gott, wie dumm ist das denn, das zu sagen? Ich möchte es fast ausprobieren, einfach um es mal gesagt zu haben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir über so viele Dinge noch reden können. Vor allem Dinge, die ich einmal ausprobieren möchte, sie aber eigentlich gar nicht sagen möchte. es gab verdächtige Vorkommnisse, das ist interessant. Zumal er gesagt hat, wir sind verpflichtet, alles zu melden. Ich weiß allerdings nicht, worum es da geht. Also was würden wir sagen? Verdächtige Vorkommnisse? Können wir da noch irgendetwas erzählen, was für uns wichtig ist, was Pluspunkte für uns bringt? Ich weiß es nicht. Also es hat eigentlich... Ich wüsste nicht, was wir da sagen können, was mit Johanka zu tun hat. Entweder müssten das ja Dinge sein, die mit Johanka zu tun haben, da fällt mir nichts ein. Oder es sind Dinge unabhängig von Johanka, wo der Bischof einfach nur nachher sagt, hey, du hast mir die anderen Dinge gesagt, deshalb bin ich jetzt bei Johanka besser drauf oder so. Das ist ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Verdammt. Jetzt müssen wir die Dinge auch ausprobieren. Aber ich habe ja eben gespeichert. Der Prozessbeginn verzögert sich kurzzeitig, aber versprochen, wir werden ihn gleich noch starten. Vielleicht wird das Ganze dann ein bisschen länger, keine Ahnung. Aber wir müssen hier Dinge ausprobieren. Darüber hatten wir eigentlich schon gesprochen, glaube ich. Aber damit fangen wir mal an. Warum hast du Johanka eingesperrt? Ich sprach lange mit ihr über ihre Überzeugungen und über das, was sie gepredigt hatte. Ich gemahnte sie, nicht mehr öffentlich zu predigen. Und wies sie an, mich unverzüglich aufzusuchen, sollte sie wieder ihre sogenannten Visionen haben. Sie entschied sich jedoch, nicht auf mich zu hören und weiter zu predigen. Über solch einen Ungehorsam konnte ich natürlich nicht hinwegsehen. Okay, das hatten wir eigentlich schon mal. Das war jetzt nichts Neues. Was ist denn so schlimm an dem, was Johanka predigte? Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass ein ungebildetes Weib auf den Marktplatz stolziert und sich erdreistet, in aller Öffentlichkeit Gottes Wille nach Gutdünken auszulegen. Der Herrgott vermachte uns seine Lehren und zeigte uns, wie sie zu befolgen sind. Nur diese Lehren führen auf den Pfad der Erlösung und zur Barmherzigkeit Gottes. Und es ist nicht leicht, diese Lehren richtig auszulegen. Es erfordert mühseliges Lernen. Und dies obliegt der heiligen Mutter Kirche. Was Johanka in ihren Predigten sagte, grenzt an Ketzerei. Sie muss ihr Fehlverhalten einsehen und darf solcherlei Dinge nie wieder sagen. Ja, an der Stelle klingt er tatsächlich doch schon sehr voreingenommen, wenn er sagt, ein ungebildetes Weib auf dem Marktplatz. Da macht er jetzt gar nicht mehr so den vernünftigen Eindruck, den ich anfangs von ihm hatte. Da ist er schon so ein bisschen voreingenommen, glaube ich. Okay, das ist auch, ja, interessant zu erfahren zumindest. Das gibt mir ein schlechtes Gefühl allerdings. Hätte ich das bloß nicht gefragt. Aber Johanka hat Gott nicht zuwider gehandelt. Im Gegenteil, sie ist demütig und will Sündern zur Erlösung verhelfen. Das mag schon sein, aber sie hat gegen den Adel gewettert. Und das ist ein schweres Vergehen. Stell es dir so vor. Jeder Mensch muss einen Wald voller Gefahren durchqueren. Zahlreiche Wege führen durch den Wald, aber nur einer ist frei von Gefahr. Und nur du weißt, welcher Weg der richtige ist. Würdest du den Menschen den Weg weisen? Oder sie selbst wählen lassen, auf die Gefahr hin, dass sie sich verirren? Wie vermessen zu sagen, ich bin der Einzige, der den richtigen Weg kennt. Ich finde, der Vergleich hinkt mit einem gefahrvollen Weg oder nicht. Also wenn es wirklich um einen gefahrvollen Weg geht, dann würde man den Weg weisen. Dann würde man sagen, hier geht da lang, da droht euch keine Gefahr. Aber in Sachen Lebensentscheidungen oder Glaubensentscheidungen ist es vermessen zu sagen, ich kenne die einzig richtige Antwort und ich sage euch, wie sie aussieht und dann müsst ihr auch danach handeln. Das ist keine objektive Angelegenheit. Wo es ein richtig und ein falsch gibt, so wie es eben einen Weg mit oder ohne Gefahr geben kann. Also das ist,
Ich finde das nicht vergleichbar, eigentlich. Ich würde Ihnen den Weg weisen, aber es Ihnen überlassen, ob Sie ihn gehen möchten. Viele würden sich dann verirren und sterben. Und du wärst schuld. Das kann die Kirche nicht zulassen, um Gottes Gnade und Barmherzigkeit willen. Denn es ist ihre Aufgabe, für das Seelenheil eines jeden einzelnen Menschen Sorge zu tragen. Es ist ihre heilige Pflicht, den Weg zur Erlösung zu ebnen. Also davon überzeugt zu sein, dass man selber nicht nur ein Recht hat, diese Auslegung zu machen und vorzugeben, wo der richtige Weg ist, sondern sogar darüber hinaus noch das Recht oder die Pflicht hat, andere daraufhin einzuschränken und andere auf diesen Weg zu zwingen, quasi. Das ist ja nichts anderes, was die hier tun. Die geben den richtigen Weg vor und zwingen andere notfalls mit Gewalt auf diesen Weg. Das ist halt die Sache. Also sich selbst den richtigen Weg zurechtzulegen, ist ja schön und gut, aber andere auf diesen Weg zu zwingen, weil man davon überzeugt ist, den einzig wahren Weg zu kennen, das geht halt eigentlich nicht. Ja, genau. Wer sagt, dass die Kirche den rechten Weg kennt? Das wird ihm nicht gefallen, wenn ich das sage, aber ist halt so. Wer sagt, dass die Kirche den rechten Weg kennt? Hüte deine Zunge und hüte dich vor wirren Gedanken. Gott ist der Quell der Wahrheit. Auf Erden repräsentiert von der heiligen Mutter Kirche, von niemandem sonst. Die Kirche fußt auf den Lehren der Apostel Jesu Christi, welche nicht nur Gottes Weisheit an sie weitergaben, sondern auch die Aufgabe, die Menschen zur Liebe Gottes und Erlösung zu führen. Soll die Kirche etwa zulassen, dass Menschen in Verdammnis enden? Soll sie willentlich ihre Pflicht missachten, mit der unser Herr Jesus Christus sie betraute? Nicht nur die Herde, sondern auch die Kirche würde in Verdammnis enden. Unsere ganze Daseinsberechtigung wäre verwirkt. Tja, über diese Daseinsberechtigung kann man sich sowieso streiten. Ich muss unglaublich aufpassen, dass ich mich hier nicht in religiösen Diskussionen verstricke. Ehrlich gesagt, das ist mir auch zu anstrengend. Und das ist auch gar nicht, das soll eigentlich gar nicht mein Thema hier sein. Deswegen versuche ich da jetzt durch zu navigieren und eigentlich möchte ich dieses Gespräch überhaupt nicht führen mit dem Bischof. Ich wollte nur den Prozess starten. Was ist hier schon wieder passiert? Hab Dank für deine Belehrung, ja. Die Menschen wissen selbst, wie sie zu leben haben. Ich weiß, was er hören möchte. Und ich weiß, dass ich das gleich sowieso nochmal neu starte, weil ich dieses Gespräch gar nicht geführt haben will. Aber jetzt macht er auf mich genau den Eindruck, den ich von Anfang an eigentlich erwartet hatte. Also jetzt passt das Bild wieder. Er hat gerade alles wieder zurechtgerückt, was mich vorher positiv überrascht hatte. Jawohl, Monsignor. Verzeih, du hast mich an so viel Wissen teilhaben lassen. Oh. Ich war verwirrt. Es tut mir leid. Hab Dank für deine Geduld, mir das alles zu erklären. Gut. Es freut mich, dass du zur Vernunft gekommen bist. Es sei dir vergeben. Aber lass dich nicht wieder in die Irre führen, denn damit öffnest du Luzifer Tür und Tor. Das ist genau der Grund, warum es von Johanka falsch war, zu spekulieren und die Menschen damit fehlzuleiten. Monsignore, Johanka ist nur ein einfaches Galitzer Dorfmädchen. Ist dieses Vorgehen denn unbedingt notwendig? Ist es. Die Inquisition hat einen unmissverständlichen Auftrag. Wie nichtig der Fall auch zu sein scheint, er hat eine große Tragweite. Große Tragweite? Warum? Nichts für ungut, aber derlei Dinge lassen sich ungebildeten Menschen nur schwerlich erklären. Doch, es freut mich, dass es dich interessiert. Leider habe ich dafür im Moment keine Zeit. Falls du mehr wissen willst, wende dich an meinen Gehilfen. Schließlich gehört es auch zu unseren Aufgaben unserer Herde, den Weg zu erhellen. Ach, Gütiger, jetzt kann ich mit dem Gehilfen sprechen. Ich wollte einfach nur den Prozess starten. Oh mein Gott. Ja, die machen es sich ein bisschen einfach. Mit so Dingen wie einem Ungebildeten wie dir das zu erklären, ist zu schwierig. Da habe ich jetzt auch überhaupt keine Zeit für. Oder halt für Dinge, die Kirche kennt den richtigen Weg. Ja, warum denn? Ja, weil ist so. Weil wir sind die Kirche. Deshalb. Also das dreht sich auch immer alles im Kreis und hat irgendwie keinen, mit denen kannst du nicht diskutieren. Aber ich will da jetzt auch gar nicht drüber reden. Ich will mich für Johanka duellieren. Monsignore, ich glaube, die Angelegenheit mit Johanka könnte auch auf andere Weise bereinigt werden. Ach wirklich? So kläre mich auf. Das ist gut. So kläre mich auf. Sehr gut. Ich sollte besser schweigen. Oh ja, das wissen wir auch. Aber wir wollen es trotzdem tun. Ich suche nach dem Ring des Bacchus.
Was? Kida soll ihn haben, aber er hat ihn versteckt. Was ist das so denn? Gott will, gewinne ich und Johanka ist frei von Schuld. Ein Duell gegen wen? Gegen mich? Ja, bitte. Oder gegen den Erzengel Gabriel? Auch gut. Das weiß ich nicht. Das kann ja Gott entscheiden. Einen Disput auf solch barbarische Weise beizulegen, wäre ein Rückschritt in heidnische Zeiten, den die Kirche niemals duldet. Es wäre ein Sakrileg, unsere Pflicht für Recht und Ordnung zu sorgen, auf den Herrgott abzuladen. Nein, Heinrich, das kommt nicht in Frage. Und ich möchte kein Wort mehr davon hören. Ich habe gerade so ein bisschen, als Heinrich gesagt hat, das kann ja Gott entscheiden, habe ich so ein bisschen mit einer Ohrfeige gerechnet, ehrlich gesagt. So ein bisschen habe ich schon die Hand im Gesicht gespürt. Für diese, naja, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht mal, ob es frech gemeint war von Heinrich, aber irgendwie dachte ich in dem Moment so, oh, wow. Ja, einfach nur, um es mal ausprobiert zu haben. Und dann möchte ich mal kurz gucken, was wir hier sagen könnten. Ich werde gleich nochmal neu laden, dann werden wir einfach nur direkt den Prozess beginnen, ohne den ganzen Quatsch hier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir über so viele Dinge reden können, aber jetzt will ich es natürlich der Vollständigkeit halber einfach mal gesehen haben, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und mit dem Gehilfen können wir jetzt auch noch plötzlich reden. Hatte ich auch nicht mit gerechnet. Das wird sich heute ein bisschen ziehen. Monsignore, es gab gewisse Vorkommnisse in der Provinz, die dich interessieren könnten. Sehr gut, mein Sohn. Ein guter Christ verheimlicht solcherlei Dinge nicht. Bitte, sprich. Pater Godwin ist etwas eigenartig. Ach Gott, jetzt können wir hier... Pater Simon wurde Einsiedler. Was? Jetzt können wir hier noch irgendwelche Leute ankreiden, oder was? Frauen in Urschitze besorgten sich Hexensalbe. Jetzt können wir die ganzen Leute hier verpfeifen, mit denen wir in der Vergangenheit zu tun hatten. Auf der Klosterbaustelle wurde ein Dämonenschädel gefunden. Im Kloster tragen sich interessante Dinge zu. Boah, jetzt können wir hier alles Mögliche noch petzen, dem Typen. Das ist ja mies. Nichts davon hat mit Johanka zu tun. Gar nichts. Da hat nichts mit Johanka zu tun, aber ich glaube, das sind genau die Sachen, durch die wir Pluspunkte sammeln können. Wenn wir andere reinreiten, das ist ja schon wieder so ein Grundprinzip, ja? Das missfällt mir ja schon. Ich kann Pluspunkte sammeln dadurch, dass ich andere verpetze. Und dass ich andere so richtig in die Scheiße reite. Boah. Also hier, ne, wenn ich erzähle, dass da die und die Frauen haben sich Hexensalbe besorgt in Urschitze, was meinst du, was denen passiert? Das wird ja nicht einfach so hingenommen. Gut, da hier weiß ich gar nicht mehr, warum. Ich weiß noch, dass der Schädel war ja irgendwie manipuliert, aber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, wer das war und warum, ehrlich gesagt. Und wer Ärger kriegt, wenn ich das erwähne. Habe ich den nicht sowieso getötet am Ende in dem Haus? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war da. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer da jetzt Ärger kriegt, wenn ich das erwähne. Ich werde das jetzt einfach auch versuchshalber einfach alles mal sagen, damit wir es gehört haben. Nachher werde ich das aber nicht tun. Ich will hier niemanden melden, dem Bischof. Ich fürchte, dass das tatsächlich alles Sachen sind. Wenn wir die benennen, dann gäbe das Pluspunkte im Prozess. Aber ich will das nicht tun. Das geht mir doch schon wieder komplett gegen den Strich, hier alle Leute irgendwie anzukreiden. Geht ja gar nicht. Aber ich will es einmal gehört haben. Also, Pater Godwin ist etwas eigenartig. Nun ja, der Pfarrer von Urschitze ist etwas eigenartig. Also ein schlechter Mensch ist er keineswegs. Er kümmert sich gut um seine Herde. Aber er frönt oft dem Alkohol. Er hat sogar betrunken gepredigt. Und er hat eine Konkubine. Das betrübt mich. Umso mehr, da es bei Geistlichen nicht gerade selten zu derlei Verfehlungen kommt. Hab Dank für deine Wachsamkeit. Dinge wie diese dürfen nicht ignoriert werden. Ja, mit anderen Worten, es wird Konsequenzen haben, oder? Also er reagiert jetzt nicht besonders erzürnt darauf, er reagiert da recht ruhig drauf. Aber dass wir eben durch solche Petzereien jetzt unseren Ruf verbessern, das gefällt mir nicht. Das will ich auch nicht machen. Ich bin immer für Ruf verbessern. Das merkt man so ein bisschen. Ich ärgere mich immer, wenn ich meinen Ruf verschlechtere. Aber ich will es nicht auf diese Weise. Und wie gesagt, wenn er sagt, Dinge wie diese dürfen nicht ignoriert werden, dann meint er damit wahrscheinlich nicht, du solltest wachsam sein, damit du sowas siehst, sondern dann meint er damit, dem werde ich nachgehen und das wird Konsequenzen haben, wahrscheinlich. Und das will ich nicht. Ich will die Leute nicht verpetzen. Vor allem, weil wir wissen, dass die Konsequenzen, wenn er sich darum kümmert, eben doch etwas größer ausfallen könnten, etwas nachhaltiger.
Also da wird man vielleicht nicht unbedingt mit einer Verwarnung wegkommen, vor allem wenn man sich Hexensalbe besorgt hat und so Sachen. Und nachts im Wald Dinge treibt. Also ganz im Ernst. Wenn ich Johanka damit retten soll, dann schaffe ich's nicht. Pater Simon, der ehemalige Pfarrer von Rofna, wurde vermisst. Alle dachten, er wäre aus der Provinz geflohen, doch tatsächlich ging er als Einsiedler in die Wälder. Aha. Was bewog ihn dazu? Ist das was Schlechtes? Eine Frau. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Schade. Aber gut, dass du mir davon erzählt hast. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das schlecht ist für Pater Simon. Aber ja, letztlich werde ich dem Bischof nichts davon erzählen. Buschitzer Frauen suchten ein Kräuterweib wegen Hexensalbe auf. Dann gingen sie in den Wald, rieben sich mit der Salbe ein und sagten allerlei Beschwörungsformeln und Zauber auf. Was? Hexerei? Gott hab Gnade. Sie müssen bestraft werden. Wer ist das Kräuterweib mit der Salbe? Siehst du, jetzt kann ich die sogar noch genau benennen. Wobei ich es gar nicht mehr weiß. Die alte Gertrude. Das weiß ich nicht. Der Uschitzer Pfarrer nahm sich der Sache an. Das weiß ich nicht. Wenn ich einfach nur sage, das weiß ich nicht, dann geht er hin und untersucht das. Wenn ich sage, es hat sich schon erledigt, dann vielleicht nicht. Aber dann fragt er vielleicht auf welche Weise und dann geht er doch nochmal hin und fragt nach. Ist alles doof. Wie gesagt, ich will es gar nicht. Wenn ich jetzt das beibehalten würde, würde ich entweder das oder das sagen. Aber jetzt einfach mal, um es auszuprobieren, ich möchte wissen, was er dazu sagt, wie er dann vorgehen würde. Jetzt benenne ich die Frau einfach mal, auch wenn ich mich gar nicht mehr dran erinnere. Aber ich möchte mal wissen, was er dann sagt. Gertrude heißt sie. Sie haust in den Ledetschkoer Wäldern. Das wird Konsequenzen haben. Ich danke dir, Heinrich. Sobald Johankas Fall abgeschlossen ist, werde ich mich der Sache annehmen. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Das möchte ich nicht. Auf der Klosterbaustelle fand man einen Dämonenschädel. Ja. Ich habe davon gehört. Wahrlich beunruhigend. Sag mir, was du darüber weißt. Alles nur Lug und Trug, Herr. Jemand fertigte den Schädel, um Leute zu erschrecken. Ich fand den Schädel und zeigte ihn dem Schinder. Er stellte fest, dass es ein menschlicher Schädel mit Tierhörnern war. Du hast das Richtige getan. Du bist der Wahrheit auf den Grund gegangen und hast mir davon erzählt. Okay. Das wäre jetzt eigentlich so ein Ding, das, ja, da wird jetzt keiner für bestraft. Das könnten wir ihm eigentlich erzählen. Aber, nee, auch das tue ich nicht. Im Kloster tragen sich äußerst interessante Dinge zu. Im Kloster, so. Was für Dinge? Nichts, was für dich von Belang sein dürfte. Ja, dann hätte ich es nicht erwähnt. Wegen der Abtwahl werden Intrigen gesponnen, das stimmt. Und die Zirkatoren würfeln und trinken. Die konnte ich nicht leiden. Die Zirkatoren würfeln und betrinken sich nachts im Klosterkeller mit Wein. Aber woher weißt du davon? Wie kann ein Diener des königlichen Hauptmanns über vertrauliche Angelegenheiten der Mönche Bescheid wissen? Oh, darüber habe ich nicht nachgedacht. die Diener des Hauptmanns haben Mittel und Wege. Und schon sehen meine Werte sehr viel besser aus, wenn man mal da unten guckt. Ich habe es zufällig mitbekommen. Ja, ist eigentlich völlig egal, was wir sagen. Beides kommt aufs selbe hinaus. Die Diener des Hauptmanns haben Mittel und Wege. Wir müssen die Geschehnisse in der Provinz im Auge behalten, außerhalb der Klostermauer natürlich. In diesem Fall bekam ich Wind von der Sache, als ein Novize für seine Brüder Wein beschaffen sollte. Der Hauptmann und seine Diener scheinen ausgesprochen wachsam zu sein. Und? Wirst du mir den Namen des gesprächigen Novizen verraten? Was? Pavel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. War er das nicht hier? Joachim? Keine Ahnung. Joachim. Im Kloster lebt in der Tat ein Novize, der so heißt. Ich werde mich wohl mit dem Prior unterhalten müssen. Danke, dass du mir davon berichtet hast. Wenn es sonst nichts mehr gibt, kannst du jetzt gehen. Das wäre alles, Herr. Nun gut, Heinrich. Hab Dank. Ich hoffe inständig, dass du mir nichts vorenthältst. Natürlich nicht. Jetzt kann ich auch die Sache mit Johanka nicht mehr erzählen.
In dem ursprünglichen Gespräch konnte ich ja von Johanka und dem Kustos berichten. Jetzt geht das, glaube ich, nicht mehr. Auf bald. Okay, war Joachim nicht tatsächlich sogar der Novize, den wir nicht leiden konnten? Zunächst auf jeden Fall. Dem könnte man also jetzt tatsächlich nochmal Ärger machen an dieser Stelle. Und ich habe gerade bei der Liste, dachte ich schon irgendwie so, was, die Namen kommen mir zum Teil, die waren noch gar nicht im Kloster. Also wir hätten auch einen falschen Namen nennen können. Das wäre ihm aber wahrscheinlich aufgefallen. Also offenbar kennt er die Namen der Novizen hier zumindest und wahrscheinlich auch der anderen Mönche. Wenn ich also jetzt irgendeinen Namen genannt hätte, den es hier nicht gibt, dann hätte er das wahrscheinlich auch gewusst und hätte gesagt, ah, du belügst mich doch, es gibt hier niemanden, der so heißt, sprich jetzt die Wahrheit oder keine Ahnung, was weiß ich. Ja, wir sehen aber, wir können auch den Leuten nochmal Stress machen. Will ich aber nicht. Also das werde ich jetzt gleich definitiv weglassen. Und jetzt sprechen wir auch noch mal kurz mit dem Gehilfen. Es tut mir leid. Wir werden auch den Prozess gleich noch starten. Aber ich muss das einmal zumindest mir anschauen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Was brauchst du? Jetzt redest du mit mir. Der Bischof meinte, dass es bei der Sache mit Johanka nicht nur um sie geht und du mehr sagen könntest. Ach, also gut. Wenn der Bischof das sagt... Die Sache ist die. Die Welt als Ganzes ist ins Wanken geraten. Seit Jahrzehnten rafft eine schreckliche Krankheit die Menschen dahin. Der schwarze Tod. Und im französischen Avignon widersetzt sich ein Gegenpapst der Macht des Heiligen Stuhls in Rom. Die Menschen haben Angst. Doch viele Adlige verstricken sich in Ränkespiele und führen Krieg, anstatt für das Volk da zu sein. Die Autorität vieler Monarchen und selbst die des Kaisers ist zu schwach, um die Ordnung wiederherzustellen. Viele Gelehrte zweifeln plötzlich anerkannte Wahrheiten an. Und umstrittene Lehren finden mehr und mehr Beachtung. Zum Beispiel die des Engländers John Wycliffe. Oh nein, ich wusste es. Wir können ganz viele Fragen stellen. Und bestimmt kriege ich auch gleich noch einen Text über John Wycliffe. Ja, das mit dem Gegenpapst hatten wir sogar schon mal gelesen in einem Buch. Die Papst... irgendwas, da gab es ein Wort für. Ah, ihr kennt mich, ich muss es tun. Ich muss alle Fragen stellen, auch wenn es mir gerade selbst leid tut. Der schwarze Tod? Die Pest, Junge. Eine Seuche, an der viele gestorben sind. Gottes Gnade ist es zu verdanken, dass diese Gegend weitestgehend verschont blieb. Aber andernorts wütete sie schrecklich. Zunächst in den Häfen Italiens, Venedig und Genua. Und anschließend fast überall in der christlichen Welt. Manche sehen darin eine Strafe Gottes für unsere Sünden. Oder gar die herannahende Parousie. Paro was? Paro was? Die Parousie, die Wiederkunft Jesu Christi. An dem Tag, an dem Jesus auf die Erde zurückkehrt, wird die Welt enden. Dann sollten wir die Toten das verhindern? Werden auferstehen und jeden erwartet das jüngste Gericht. Oh. Meinst du, der Tag wird irgendwann kommen? Mit Sicherheit. Nur der Herrgott weiß, wann das sein wird. Tja, hoffentlich nicht allzu bald. Ja, klingt nicht nach etwas, das man möchte. Ein Gegenpapst? Leider Gottes, ja. Ein unerfreuliches Thema. Und ernst obendrein. Neben dem rechtmäßigen Papst, dem Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus, wurde ein zweiter Papst gewählt, der nun das Amt des Repräsentanten Jesu Christi hier auf Erden beschmutzt. Dies ist ein bedauernswertes Schisma für die gesamte Kirche. Und der Usurpator in Avignon muss sein unrechtmäßiges Amt niederlegen, auf das die Kirche und die christliche Welt wieder unter einem Papst vereint sind. Es gibt also zwei Päpste? Nicht ganz. Es gibt nur einen Papst. Aber auch jene, die ihn nicht anerkennen. Die Wahl war nicht rechtens und ist ungültig. Und es tut mir leid, ich hätte nicht darüber reden sollen. Letzten Endes verwirrt es dich nur noch mehr. Vergiss das Ganze. Über manche Dinge schweigt man besser. Ich sag ja, manchmal machen sie es sich ein bisschen einfach. Wie gesagt, wir haben darüber mal ein Buch gelesen. Du hast den Kaiser erwähnt. Gottes Wille ist Einheit und eine universelle Ordnung. Der Papst als Stellvertreter Christi und der Kaiser als oberster weltlicher Herrscher, gekrönt vom Papst höchst selbst, sollen diese Ordnung aufrechterhalten. Leider Gottes glänzt die Kaiserkrone nicht mehr so makellos wie früher. Und der Kaiser genießt nicht mehr die uneingeschränkte Autorität. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Wahl des Kaisers zu einer politischen Posse vieler Prinzen verkommen ist. Und schon lange schert sich der Kaiser weniger um die christliche Welt, als vielmehr um seine eigenen Belange. Noch nicht mal mehr was gesagt, unser Heinrich. Der ist auch so ein bisschen, oh Gott, ich bin erschlagen von all den Dingen, die ich hier erfahre. Ja, ich auch gerade so ein bisschen. Aber ich finde es nichtsdestotrotz interessant und ich möchte es mir anhören. Aber eigentlich möchte ich auch den Prozess starten. Ich gebe euch auf jeden Fall nachher einen Timecode. Also ich werde einen Timecode reinschreiben, wann ich den wirklich starte. Das ist das Ganze. Ich kann wirklich nachvollziehen, dass man sich das hier nicht anhören möchte. Was ist mit den Gelehrten? Das ist kompliziert. Manche von ihnen erkennen die Autorität des Papstes oder der Kirche nicht an. Andere kritisieren die weltlichen Herrscher. Und wieder andere lehnen bestimmte Lehren ab. Jeder von ihnen zieht mit Argumenten und Erklärungen zu Felde, um seinen Standpunkt zu rechtfertigen. All das führt nur noch zu mehr Unsicherheit. Zweifel befeuern Zweifel und ketzerische Ideen fassen Fuß. Ah. Aha. Aber sorge dich nicht. Über diese Dinge müssen sich Gelehrte den Kopf zerbrechen. Ja, man könnte zu jedem Punkt hier auch nochmal wieder selber einiges sagen, aber möchte ich gerade gar nicht. Ränkespiele? Leider herrscht in vielen Ländern Zwietracht. Oder sie wurden durch Krieg zerstört. In England, in Frankreich, in Italien und im Heiligen Römischen Reich erheben Christen die Waffen gegen ihre Glaubensbrüder. Die Nächstenliebe musste dem Streben nach Reichtum und achtbaren Titeln weichen. Jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Du hast es hier in Böhmen selbst erlebt. Und sogar in Sasau. Ja. Und in Scarlets. Fürwahr, mein Sohn. Leider Gottes. Eins verstehe ich nicht. Was hat das alles mit Johanka zu tun? Wie gesagt, die Welt gerät ins Wanken. Und die Uneinigkeit nimmt zu. Zusammen mit Wirrnis und Ketzerei. Es ist das Werk Luzifers, der Gottes Schöpfung in Schutt und Asche legen will. Viele sind seinem Irrglauben erlegen und verbreiten ihn. Daher müssen wir auf der Hut sein. Vor allem in Zeiten wie diesen, in denen uns falsche Propheten vom Weg der Tugend und des wahren Glaubens abbringen wollen. Es gibt hier übrigens einen Scharlatan, den können wir auch noch verpfeifen. Machen wir das doch einfach mal, spaßeshalber. Da kenne ich jemanden. Es gibt hier in der Gegend einen Scharlatan, der Amulette, Reliquien und Talismane verkauft, die angeblich alle Krankheiten heilen können. Ja, ich habe bereits von ihm gehört. Solltest du von ähnlichen Fällen hören, wird der Monsignore sicher gerne davon erfahren wollen. Und Johanka? Nun ja, ich fürchte, auch sie könnte Luzifers Täuschungen erlegen sein, indem sie glaubt, die heilige Jungfrau Maria wäre ihr erschienen. Wir müssen das teuflische Unkraut erkennen und aus der Erde ziehen, bevor es wächst und sich ausbreitet. Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Auch wer den rechten Weg verlassen hat, kann Erlösung finden. Und deswegen ist Johankas Fall so wichtig. Auch wenn es vielleicht nicht den Anschein erweckt. Ich verstehe. Okay. Gut. Vielen Dank dafür. Hab Dank. Ich will dich nicht länger aufhalten. Gott sei mit dir. Okay, du hast gelernt, unruhige Zeiten. Ja, wir haben so einiges gelernt und so einiges gehört und ich hätte auch bestimmt noch über einiges reden können, aber will ich jetzt gar nicht. Das ist ermüdend. Das ist wirklich anstrengend. Hier dieses ganze Thema ist anstrengend. Ich lade nochmal neu. Wir werden diese Gespräche nicht führen. Wir werden direkt den Prozess beginnen und ich gebe euch auf jeden Fall einen Timecode, wann das der Fall ist, dann in der fertigen Folge.